Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Auf dem Rücksitz einer Ingolstädter Oberklasse-Limousine hockt ein Parteivorsitzender und hackt Buchstaben in seinen Laptop. Angriffsziel: soziale Gerechtigkeit. Das ist schon das 35. Strategiepapier, das Sigmar Gabriel in dieser Woche hinaus in die Welt entlässt. Es geht darum, Themen zu besetzen, bevor sie ein Thema werden. Um nichts anderes geht es in diesem Geschäft. Niemand weiß das so gut wie er, aber man muss die Partei auf den Weg dorthin mitnehmen, notfalls gegen ihren Willen. In der Programmfindungskommission zum Grundwertepapier Miteinander, Füreinander, aufgrund der feuchtfröhlichen Kommissionssitzungen auch Übereinander, Ineinander genannt, hatte Big Siggi bereits knallhart darauf hingewiesen, dass es ein Füreinander nur geben kann, wenn das Miteinander vorher geklärt ist, meine Damen und Herren. Frenetischer Beifall von allen Rängen. Sogar die von der Gegenseite hatten scheinheilig applaudiert. Heimlich arbeiteten einige Genossen allerdings längst eine Gegenposition aus, in der das Primat des Miteinander im Füreinander kritisch hinterfragt würde und damit das ganze Gebäude der sozialen Umverteilung für alle ad absurdum führte. Blöde Arschmaden! Verdammte noch! Da müssen noch einige Köpfe rollen bis zum Tag der Wahl. Wenn wenigstens der erweiterte Vorstand seinem Antrag auf Aussetzung der Forderung nach Entfristung der Verlängerung zugestimmt hätte. Aber nein, diese verblödeten Parteielsen hatten ja keine Ahnung, was draußen im Lande überhaupt vor sich ging. Überhaupt Frau, wenn er schon hörte, wurde ihm regelrecht schlecht. Noch so ein Papier aus der Richtung und er würde sich schwer überlegen, ob man an der Landesliste nicht noch fallen müsste. Schließlich war noch nicht geklärt, ob die Migranten auf das Konto der Frauen oder das der Männer angerechnet würden. Manchmal wollte er einfach nur keine Menschen mehr sehen. Schön zu Hause sitzen und in Ruhe an einem Papier fallen. Ab und zu die Bild anrufen, ein Thema besetzen und fertig. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Es ist schließlich Wahljahr. Sein Fahrer hat den Motor abgestellt. Sigmar Gabriel ist aus seinem kurzen Traum aufgewacht. Seitdem er Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist, kann er nur noch bei laufendem Motor in seinem Dienstwagen schlafen. Er braucht wenigstens im Schlaf das Gefühl, dass sich irgendetwas bewegt. Wischmeyers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten.